willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute mal wieder in Deutschland und wir sehen, die Kaninchenzucht ist fertig gewesen vom letzten Mal. Das Fohlen habe ich schon ins Training geschickt, ist auch erwachsen geworden. Ich würde sagen, wir züchten gleich mal, aber vorher müssen wir uns natürlich noch die Sieger der letzten Dressur-Show anschauen. Und zwar ist das einmal ein Ariel Stufe 4, also Meerjungfrauenpferd Stufe 4, Hengst. Und dann nochmal ein Alice Hengst Stufe 4. 4.500 kostet Alice Hengst und 4.500 auch das Meerjungfrauenpferd. Okay, dann würde ich sagen, züchten wir erstmal. Dann müssen wir uns heute auf jeden Fall nochmal die neuen T4-Zertifikate anschauen. Die sind nämlich, die haben gewechselt. So. Und, das machen wir auf jeden Fall als nächstes. Dann müssen wir gucken, wie es mit den Zuchten weitergeht. Und in Großbritannien habe ich schon mal die Pferde wieder auf die Weide geschickt zum Leveln. Und ja, mal schauen. Tja, wann hat es? Okay, das wäre Stufe 1. Bus wäre falsch. Hier. Romano und wo ist unsere Stute? Haben wir nur. Oh, habe ich nur eine verkauft? Nee, ich wollte gerade sagen. Das wäre falsch. Gut. Heute kostet es nur 62.880 Münzen. Ist immer noch relativ viel. Und wir haben die Züchter-Event-Belohnung. So, eine gratis Zuchtchancenverbesserung. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ein Hengst. Ja, da wir kein Stufe 3 Pferd haben, versuchen wir es hier einfach mal, würde ich sagen. Achso, wir haben natürlich noch andere Zuchten. Naja, gut, aber es sieht gut aus und wir haben ihn. Wir bekommen ein Kaninchen Stufe 3 Hengst. Sehr schön. Dann kann ich ja schon mal die Augen und Ohren offen halten nach einem Stütchen Stufe 3. Verkürzt tun wir jetzt gerade noch nicht. Ein Tag, 8 Stunden. Okay. Dann würde ich aber sagen, komm. Ach nee, wir gucken erstmal, ob wir hier wen verkaufen können. Dich noch nicht. Ach ja, dich können wir verkaufen. Wir gucken mal weiter. Ein Hengst noch. Nee, sind beide noch nicht so weit. Aber sie verkaufen wir schon mal. Und die anderen schicken wir ins Training. Das ist gut, dass wir hier wenigstens schon mal einen Platz haben. Bis unser Stufe 3er fertig wird, haben wir hier auch noch ein weiteres Pferd auf jeden Fall auf Stufe 10 trainiert. Achso, vielleicht nicht wieder wegmachen und... So, die sind unterwegs. Dann schauen wir mal nach Frankreich. Achso, und bevor wir in Frankreich weitermachen, T4-Zertifikate. Das ist ja immer sehr spannend, was uns da als nächstes erwartet. Aber erstmal sollten wir gucken, was wir jetzt hier haben. Und zwar der amerikanische Traber, das KPBN und der Trakehner sind da. Und dann schauen wir mal ganz schnell zu den gewöhnlichen Pferden auf Stufe 4. Als nächstes der Holsteiner, der Orlo-Traber und der Achaltekiner. Okay, haben wir auch alle schon. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt... Es scheint wirklich so, als wenn hier die meisten Zertifikate freigeschaltet sind. Denn irgendwie kommt nichts mehr, was wir nicht haben, auch von den normalen Pferden. Aber sie könnten ja vielleicht nochmal zu dem Warlander, ich glaube zu dem estnischen Zugpferd haben wir kein T4, zu dem Weiß-Isabellen haben wir kein T4 und... Ach, bestimmt. Ventasso. Haben wir einen Ventasso Stufe 4? Ich glaube auch nicht. Also, das wäre auch nochmal schön. Muss ja nicht immer exklusiv sein, sondern kann ja zwischendurch auch mal wieder eins von den normalen Pferderassen sein.
So, die Paint Horse Zucht ist fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken. So, sind die soweit? Nee. Der aber. Ivan. Schicken wir erstmal ihn wieder auf die Weide. Wir müssten aber auch, genau, unser Snow müsste ja noch in Großbritannien sein. Aber wir verkaufen ihn jetzt auf jeden Fall. So, die anderen beiden weiß ich nicht. Gucken wir gleich nochmal, ob die trainiert werden müssen. 53 Diamanten sind nicht verkehrt. Brauchen wir auf jeden Fall. Und es hat geklappt außerhalb der Aufnahme. Ich habe am Mittwoch, dem 7.4., mehr Star Stable aufgenommen noch. War es ein bisschen stressig. Weiß ich nicht, werde ich bestimmt nochmal drüber sprechen, was gerade los ist. Auf jeden Fall nicht so schönes. Und wenn irgendwann demnächst keine Videos kommen, dann ist es schlimmer geworden. Oder ja, das Thema hat sich erledigt. Aber ich denke, jeder, der ältere Tiere hat, weiß, dass es immer irgendwann soweit sein kann, dass man schlechte Phasen erlebt. Und momentan haben wir leider eine ganz schlechte und müssen gucken, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wenn es nicht gut ausgeht, werde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, erstmal aufzunehmen. Wir tun auf jeden Fall unser Bestes, unser Möglichstes, alles was geht. So, unser Paint Horse Stufe 4 ist erwachsen geworden, den schauen wir uns erstmal an. Und ich muss sagen, er ist wirklich, also farblich finde ich den echt schick. Ich weiß gar nicht, warum ich den so lange nicht gezüchtet habe. Wahrscheinlich wirklich einfach vergessen. Das Einzige, was ich wirklich an der Mähne nicht mag, ist der Schopf da vorne. Aber ja, der backt auch so ein bisschen. Gut, das machen die anderen Schöpfe wahrscheinlich auch. Aber ja, aber sonst ist er echt ein hübscher Kerl. Müssen wir eigentlich nur noch einen schönen Namen für ihn finden. Für so gescheckte Pferde ist ja Picasso meistens. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn unser. Wir müssen doch noch einen Hengst davon gehabt haben irgendwo. Vielleicht hätte der ja einen schönen Namen, den wir nehmen können. Ja. Dann bleibt uns hier eigentlich erstmal nur noch die beiden Zuchtpferde auf jeden Fall auf die Weide zu stellen zum Trainieren. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch eine Stufe 4 Stute finden zum Züchten. Vielleicht kriegen wir dann ja zwei Stufe 4er Paint Horse. Das wäre ja nicht verkehrt. Was sagen denn die Blumenfeen? Nee, ist noch nicht so weit. Ist noch längst nicht so weit. Okay. Dann gehen die mit auf die Weide hoch. Der kann eigentlich auch mal weg. Das ist Weihnachten schon ein bisschen her. Auch wenn ich den eigentlich ganz niedlich finde, aber der steht auch noch hier. Okay, hier habe ich offenbar noch nicht aufgeräumt. Das ist traurig über all die Zeit. Ostern ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, gut, und der Briefkasten bleibt eigentlich, weil ich das eigentlich ganz niedlich finde, wenn hier ein Briefkasten steht. Andererseits ist das wahrscheinlich noch schöner. Aber dahinter ist auch komisch, ne? Naja, gut, vielleicht werde ich den irgendwann doch wegsetzen und dann die Hecke hier noch ein Stück rüber und dann noch einen Zaun dahin. Mal schauen. Gut, den lassen wir auf jeden Fall erstmal draußen stehen, damit ich züchten kann, wenn ich eine Stute finde. Vielleicht suchen wir nachher einfach nochmal. Mal gucken, wie viel Zeit wir da noch haben. Ja, die Weide habe ich heute Morgen auch schon mal sauber gemacht. So, die beiden. Wir können ja mal schauen. Das sind sowieso, glaube ich, nur Trainingspferde. Ach so, und du? Theoretisch auch. Das sind alles VKs. Habe ich dann hier wahrscheinlich das Zuchtpärchen drin stehen? Austin? Hier ist er geblieben.
Habe ich nur gut versteckt, nicht verkauft. Macht natürlich nicht viel Sinn. Gut, Marina, genau, das war die Stute. Da müssten wir aber eigentlich hier drin noch einen Hengst haben, weil ich glaube, ich habe nicht mit einem VK gezüchtet. Sehen wir hier noch irgendwo einen... Ja, der Ranger. Ach genau, die hatte ich ja schon hier drin stehen. Die hatte ich irgendwann mal gezüchtet. Ranger. Ich weiß nicht, ob das ein passender Name ist. So, James bleibt jetzt noch, weiß ich nicht, ein, zwei Tage. Ich kann es nicht genau sagen, hier draußen stehen. Aber ich denke, dann werde ich ihn auch wieder reinpacken. Wenn er doch noch gebraucht werden sollte für die Zucht, schreibt es am besten nochmal, wenn es noch nicht geklappt hat. So, Argo können wir verkaufen. Achso, warum mache ich das noch nicht? Genau, weil ich auch mal... Das mache ich halt nie über den Markt. Ich gucke da auch nicht mehr rein. Wir könnten hier auch ein Muster... Wir könnten hier theoretisch auch Pferde kaufen. Wir gucken gleich nochmal. Wir machen hier erstmal Platz. Argo, Weiß Isabel. Verkaufen. Schauen wir nochmal zu... Ach nee. Nicht. Hier brauchen wir nicht gucken. Wir können hier... Was möchtest du? Frederiksburger. Achso, den kriegen wir jetzt gerade nicht. Aber... Schicken hier mal ein Pferd zur Miete weg. Boah. Ist jetzt halt wirklich die Frage, braucht man, um diese Aufgaben abschließen zu können, einfach nur den Haken in dem Horspedia, dass man die mal gezüchtet hatte? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Stufe 2er nicht unbedingt noch haben, aber... Achso, was war das? Frederiksburger. Kriegen wir hier garantiert nicht. Ich muss nur nochmal... Schauen, aber theoretisch, gut, Araba 2000 Diamanten würde ich jetzt nicht unbedingt ausgeben, aber wenn ein Tennessee Walker ein Canadian oder ein Mustang hätte haben wollen, hier können wir uns das auch nochmal anschauen, die Karte, Wert 600, ja, es ist am Anfang auch viel Geld hier, aber ich finde, manchmal ist es schon ganz nett, wenn man sich hier ein Pferd kaufen kann und da nicht... lange durchs Züchten drauf warten muss. Für Ungeduldige wie mich. Aber ich wollte es einfach nochmal machen, weil man macht es so selten. Das haben wir hier bei den Quizfragen ab und zu. Und dann sagte ich, ja. Moment. Hatte ich heute Morgen. Wir machen das auf jeden Fall mal. Bei welchem Jagdrennen im Spiel liegt überall Schnee? Japan, Australien, Russland. Das ist Russland. Wir gucken gleich nochmal. Welche Art von Pferd ist ein Self-Horse? Sportpferd, Zugpferd, Arbeitspferd ist ein Sportpferd. Und was bedeutet es, wenn ein Pferd gescheckte Farben hat? Punkte, Streifen, Flecken, eigentlich Flecken. Warum auch immer gescheckte Farben? Warum? Naja. Aber ich meine, dass die Aufgaben doch, haben doch auch gewechselt. Ich habe doch heute Morgen für die Kistenrennen Lassos bekommen. Warum? Ja. Ach, für die Dressur nicht mehr. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Gut, dann muss ich nachher nochmal versuchen, das Lasso zu holen, damit wir hier ja nichts verpassen. Ich habe schon wieder 54, das ist ein bisschen viel. Fast 4000 Kleeblätter. Ja, ich denke, so lange. Ach, 13 Tage haben wir auch nur noch Zeit. Ja. Ich denke, wieder kurz vor Wechsel. Ich habe doch seit dem einen Event ein bisschen Bedenken, dass sie zu früh wechseln und deswegen geben wir dann doch, glaube ich, lieber ein paar Diamanten mehr aus, als nachher doof dazustehen wieder. Okay. Also die Stiefmutter bleibt auf jeden Fall nochmal hier. Das Kaninchen kann ich eigentlich trainieren und verkaufen. Oder ist die schon soweit? Ich bin mir nicht sicher. Porzellan, achso, Porzellan, da zählt das gleiche wie für den Missouri Foxtrotter. Ich muss mal gucken, wie lange der noch draußen bleibt. So, und die Kaninchen müssen trainieren, ne? Ja, er sowieso, er ist ja noch nicht lange da. Gut, aber wir brauchen hier jetzt nicht mehr züchten. Das ist auch nicht verkehrt. Dann gehen die einfach auf die Weide und wir können uns überlegen, ob wir hier dann doch nochmal züchten. Ob wir... Das Kaninchen haben wir. Painthorse? Nee, haben wir sonst noch was?
Weiß Isabel, haben wir fertig? Ich glaube nicht. Die Stiefmutter steht ja hier. Wir könnten natürlich, vielleicht haben wir Glück und kriegen noch irgendwie mal eine Porzellanstute, weil ich habe nur einen Hengst auf Stufe 3, aber ich möchte auch auf jeden Fall Stufe 1 und 2 behalten. Weiß ja nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen. Vielleicht bleibt es auch bei einem. Ja, dann verkürzen wir doch einfach gleich die Kaninchenzucht, oder? Ja, machen wir jetzt. Wir verkürzen die Zuchtzeit beim Kaninchen. Und Paint Horse. Dann gucken wir nochmal ganz schnell, ob wir eine Stute zum Züchten finden. Wenn wir sonst gerade nicht züchten, ne? So. Sehr schön, ne? Sollte er auf jeden Fall fertig sein, bis wir da sind. Dann schauen wir auf jeden Fall noch nach Frankreich und müssen ganz viel Glück haben, glaube ich, um eine Paint-Horse-Stute zu finden. Wo haben wir es? Da. Okay. Gut, oder auch nicht. Ja, ich glaube, das macht in dem Fall nicht wirklich Sinn. Das ist ja nicht eins von den neuen Pferden, das ist ja schon ewig da gewesen, das Zertifikat. Garantiert auch nicht zum ersten Mal. Na, ich würde sagen, wir gucken mal bis hierhin durch. Vielleicht auch einfach die... Ja, sonst nochmal zu den Ranches, wo wir sonst auch meistens Erfolg haben, zumindest mit den aktuellen Pferden. Ja, und sonst bleibt uns nur noch weiter züchten mit den Stufe 3ern. Ah, vielleicht laufen wir mit ihm einfach nochmal ein Rennen. Ich meine, ich glaube, Brasilien habe ich gerade gesehen, da sollten wir noch für 600 Meter den Saphir bekommen und das wäre ja auch nicht verkehrt. Wenn wir dann nebenbei nochmal einen Meilenstein erreichen können. Tja, nö. Das sieht nicht gut aus, aber okay. Dann muss ich später nochmal einfach weiter gucken. Dann machen wir jetzt nur noch das Rennen mit ihm wenigstens. So, da ist er. Achso, die können wir, glaube ich, auch bald verkaufen, die Julia. Oder der. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass seitdem das mit den Namen nicht mehr so zuverlässig funktioniert, Hengst und Stute, habe ich jetzt auch gerade nicht drauf geachtet. Ist ja auch egal. So, jetzt erstmal unser Paint Horse. Das. Ich habe jetzt auch nicht mehr auf die Werte geachtet, aber flott ist er. Ich denke, der ist auch nicht ganz so langsam, wenn gleich der Boost weg ist. Oh, na gut. Gut, dann war noch gesichert, geschützt. Oh. Ich muss mehr aufpassen. So, 400 Meter, gut. Wir schaffen das. 600 Meter schaffen wir. Ja, haben wir geschafft und wir haben noch ordentlich Ausdauer. Vielleicht sollten wir ihn uns auch mal in der Dressur anschauen, was er so kann.
irgendwie, weiß ich nicht, bin ich immer noch ein bisschen schockiert, dass ich ihn so lange einfach nicht gezüchtet habe. Ich habe ja sogar zwischendurch deutlich weniger aufgenommen, weil es einfach nichts zu züchten gab und halt nichts Neues. Und nur Rennen und Dressur ist dann ja auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Und ja, gut, Geld abholen, Pferde trainieren, schicken, verkaufen. Vielleicht, wenn man sich von Pferden trennen muss, die länger da sind, aber... Ja gut, das ist so der Alltag hier. Aber die Zuchten sind ja immer noch das Spannendste. Klappt es nicht. Und wenn es klappt, was wird es? Und das war jetzt ein bisschen fies, dass ausgerechnet dort die Ausdauer leer gegangen ist. So. Aber er hat uns den Saphir gesichert. Er hat uns nochmal ordentlich Geld gesichert. Und wir können mal gucken. Hier ist ein Mond. Mondstufe 2, glaube ich, war so kräftig. Hier ist Mars. Oh, Mars. Hoffentlich kriegen wir den auch nochmal irgendwann. Mars ist schon hübscher. Das müsste auch Stufe 3 sein. Ja, ein Fjordin, Lava-Einhorn, Achaltekina, Azteca, Ice Derby, ja. Ein National Show. Matty und ein Skorpion 3. Naja, also leider auch nichts, was wir jetzt mit dem wir weiter züchten könnten. Na gut. Dann hoffe ich aber, dass ich ein Kaninchen Stufe 3 Stütchen zum Züchten finde für unseren Hengst, dass wir dann, ja, Stufe 2 werden wir dann wohl komplett verkaufen, Stufe 1 werden wir 1 erstmal aufheben. Wir bekommen ja in ein paar Tagen wieder 25 Boxen über unsere Oase. Wobei, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich möchte hier... Ich bin mit Frankreich eigentlich recht zufrieden und mit Montana auch. Aber ich halte, glaube ich, auch nichts davon, zwei Zusatzoasen an einen Ort zu stellen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert oder ob da auch eine Sperre ist. Aber ja, ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Wo würde diese Zusatzoase denn besser hinpassen? Theoretisch hätten wir ja noch die Fantasieinsel frei, wobei ich wirklich da sagen muss, da passen wirklich... Diese normalen Bauten finde ich optisch überhaupt nicht hin. Optisch würde ich fast sagen Montana. Aber Frankreich wäre halt auch theoretisch nicht verkehrt. Also ich bin mir immer noch nicht sicher. Und ein paar Tage sind es ja immer noch. Aber es wäre schon schön, wenn ich schon mal einen Plan habe, weil ich dann mir immer noch überlegen muss, wie bringe ich die da unter. Und so, dass es mir auch noch irgendwie gefällt. Naja, mal gucken. Also, bis dann. Tschüss.